Liebe Frauen auf dem europäischen Kontinent, Europa, Europa bedeutet Nachbarschaft. Frauen als Nachbarinnen von Frauen. Als Mitglied im Ausschuss für die Gleichstellung der Geschlechter im Europäischen Parlament möchte ich drei kurze Gedanken zum Thema Frauen in Europa darlegen. Eine erste wichtige Frage: Was können Frauen in Serbien durch die EU gewinnen? Ja, ich würde ganz klar sagen, Demokratie, Stabilität und Sicherheit. Denn es liegt in unserem Interesse, diese Vorteile von Europa auf weitere Teile Europas auszudehnen. Für Frauen in Serbien, ich denke mir, ein Gewinn. Aber auch der wirtschaftliche Teil. Seit 2007 ist die Europäische Union der größte einheitliche Markt der Welt, in dem über 500 Millionen Menschen leben, die Hälfte davon Frauen. Dieser birgt wahnsinnig viele wirtschaftliche Vorteile für die Mitgliedstaaten, wenn wir es richtig machen. Und die Werte und die Standards von Europa. Werte und Standards sind der Kitt zwischen uns Frauen. Zum Beispiel die Erhöhung von Umweltstandards in den Beitrittsländern oder die Standards in Bezug auf die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter. Denn eines ist klar, Frauenrechte sind Menschenrechte hier bei uns in Europa und weltweit. Eine zweite Frage, nämlich die Frage genau im Gegenteil, was gewinnt Europa durch ein europäisches Serbien? Ja klar, wir gewinnen Nachbarschaft, wir werden mehr, wir werden besser, wir werden größer. Mit 252,5 Millionen Frauen in der Europäischen Union sind wir Frauen in der Mehrzahl, nämlich 51,21%. Und wir wollen Europa gestalten, wir Frauen, mit den serbischen Frauen. Die römischen Verträge legen bereits ganz zu Anfang klar fest, Equal Pay. Das bedeutet, wir wollen das Gleiche verdienen und wir verdienen auch das Gleiche, das Männer verdienen. Die EU-Politik half zu einigen Ländern in Sachen Gleichstellung ein bisschen auf die Sprünge und führt neue Gesetze ein. Neue Perspektiven, das Thema Mutterschutz, das Thema Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz, gleiche Bezahlung, gleicher Wert. Und wir lernen tagtäglich voneinander, Best Practice. Wir lernen Dinge, die wir uns gegenseitig zeigen, wir rücken näher zusammen. Und wir wissen genau, wie es wo um Gleichstellung bestellt ist. Welche Ideen funktionieren in Europa, welche funktionieren nicht. Frauen schließen sich zusammen, da kann man so einiges bewegen. In Bezug auf Serbien zum Beispiel, während die Quote der erwerbstätigen Frauen in Serbien unter dem europäischen Durchschnitt liegt, liegt aber die Quote der Frauen, die in Serbien Teilzeit arbeiten, auch darunter. Das heißt, in Serbien arbeiten mehr Frauen Vollzeit. Das ist ein Riesenerfolg für Serbien. Und in den Aufsichtsräten, in Unternehmen in Serbien, sind mehr Frauen vertreten als im Durchschnitt Europas. Wir lernen von Serbien, Serbien lernt von der EU. Gemeinsam sind wir mehr. Eine dritte Frage. Sind es die Frauen, die Europa zusammenhalten? Und da sage ich als Frau natürlich klar. Wir Frauen, wir halten Europa zusammen. Denken wir doch an das letzte Beispiel in Polen oder in Spanien, als es um das Thema Schwangerschaftsabbrüche ging. Die Bewegung der Frauen auf der Straße, die Bewegung war schuld, dass dieses Thema vom Tisch genommen wurde. Oder das nordische Modell. Das Modell, das Frankreich und Schweden zusammen jetzt bereits geschafft hat und ganz deutlich sagt, Prostitution, Prostitution ist nicht legal, kann niemals legal sein und müssen wir unbedingt bekämpfen. Wir Frauen sind es, die Europa zusammenhalten. Wir Frauen als Unternehmerinnen, als Erfinderinnen, als Lehrerinnen, als Mütter, wir Frauen als Großmütter. Wir Frauen sorgen täglich dafür, dass die europäische Gesellschaft in der EU und in Serbien funktioniert und es wäre wunderbar, wenn wir zusammenwachsen. Wir Frauen entwickeln vieles weiter. Und das, der Punkt ist mir ganz wichtig zum Schluss. Wir Frauen sind die, die weniger verführbar sind. Wir Frauen wählen im Durchschnitt weniger extremistische Parteien. Wir Frauen in Serbien und in der EU sorgen gemeinsam für die demokratische, gute Zukunft. Und wir gehören zusammen. Herzliche Grüße aus Brüssel, Ihre Maria Neuchl.